Okay, es geht weiter mit Kapitel 5, Hoffnung. Ich habe schon nicht abreagieren können, das ist in meiner Natur. Hoffen wir, was hier jetzt los ist. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Oh. Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. Mhm. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Boah, seid ihr cool. Gott. Hallo, ich bin Artyom. Kennt ihr mich? Wow. Leute. Oh, wie viele Wachmänner hier sind. Oh, wie viele. Und die Technik hier und alles. Das ist schon ziemlich angenehm. Das ist wirklich das... Das ist eine ganz andere Atmosphäre hier. Das ist wirklich sehr toll. Ich find's hier toll. Ja, ernsthaft. Ich find's hier toll. Oh, wie viel Moon ich habe. Von allem etwas. Hallo. Ey, ein bisschen netter hier. Willkommen in der Police. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Genau, Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Nein, Sie, Hauptmann, ich hab nicht. Der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Was für Sachen? Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Oh, geil. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm, Idiot? Kann ich was kaufen? Ich war gerade hier was zum Kaufen. Da, hier. So, ausgezeichnete Wahl. Eine schnelle Schutzfrage kombiniert mit der Traum eines jeden Soldaten. Ah, oh Gott, ein Traum. Nein, danke. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ey, Ruhe da hinten. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Sehr schön. Was, 1 für 10? Oh. Werfen Sie Ihren Schrott weg. 2012. Na, oh, ich behalte meinen Schrott. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ubonik hat schon mit einem Bajonett am Lauf. Sie müssen... Wie auch immer. Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Ich würde gern verkaufen, genau. Ich habe... Ich gucke verkaufen. 16? Oh, Jesus. Guter Deal. Ja, ich hab ziemlich was verkackt. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man zwei Waffen. Durch gefährliche was? Ich wollte Sachen kaufen. Ich will einen Anzug kaufen zum Beispiel. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Eine ganz schön kleine Ratskammer. Entschuldigung. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Wer? Ich hätte gerne ein paar Pistolen da. Da sind so viele.
Oh. Was? Ich habe keine Waffe. Okay, doch habe ich, aber. Wow. Jetzt wird's echt spannend. Polizei, wow, wie aufregend. Boah, die Stunden vergehen nur so. Boah, wie lange sind die denn da wohl am Debattieren? Diskutieren, reden. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Darf ich erstmal ein paar Sachen kaufen? Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Nein, ich will jetzt nicht raus! Nein, 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 auf! Ihr lasst mich echt nichts machen, ne? Ich will Filter kaufen. Filter vor allem, war kein Arsch da, der Filter verkauft. Nein, nein. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Geht das wieder los? Ja, stell mich direkt so hier hin, ihr Idioten. Leute, ich will Sachen kaufen. Anzug, Filter. Nein, habt ihr alles nicht. Ich müsste hier schon wieder auf Faschisten oder Kommunisten treffen. Werde ich aber nicht. Oder auf ein gigantisches Stalker-Lager. Aber meine Chancen stehen sehr gering. Ach, screw you. Little sucky bastard. Ruhig? Oh. Hat keiner gehört. Die werden mich gleich die alle hier überfallen. Artyom, der Hügel, den schaffst du doch wohl. Moa. Mann. Moment. Ich bin echt gerade ein bisschen busy. Das ist. Ich habe wieder so viel auf einmal zu folgen. Wieder so viel auf einmal vorgenommen. Ich bin ja doch richtig, Otto. Ich meine, ich kann ja wieder falsch laufen. Das wäre ja auch wieder typisch für mich, aber nein. Lauf! Das ist nicht gut. Oh Gott! Muss ich hier rein? Ja. Ah! 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 Shit. Die sind gestorben, ich habe keine Ahnung warum. Wir müssen laufen. Laufen wie die Hölle. Fick. La 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 la. Ich muss hier rein. Ha! Sucky Bastard! Ups.
Ah, jetzt komme ich hier nicht. Ah, Gott. Okay. Filter? Nicht gut. Nicht gut. Aber meine ist auch wieder beschädigt. Komm! Wo muss ich jetzt lang? Links, rechts. Hier lang. Okay. Radioaktives Wasser. Nicht trinken und nicht den gelben Schnee essen. Stimmt. Bourbon hat uns viel gelehrt. Wir müssen hier rein. Nee. Ja. Oh. Wie komme ich jetzt sicher da an, ohne verstrahlt zu werden, gefressen zu werden, bla bla bla. Ne? Dieser ganze Schmus. Oh. Ich hab gedacht, warum fallen Steine runter? Ja, was machen die? Die töten mich. Okay, Leute. Nee, ey? Ja, eh. Oh Gott. Gott, alles hasst mich hier. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.